In Frankreich habe ich den perfekten Alpine 310 gefunden. Wenn man von einem kleinen Leistungsloch absieht, ist es ein sehr guter Fang. Nun haben der Sportster und ich eine lange Reise vor uns. Falls er anfällig ist, wird das bestimmt nicht der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Jetzt habe ich die angenehme Aufgabe, nach Großbritannien zu heizen, zurück zu unserer Werkstatt. So the question is, habe ich einen brauchbaren Wagen gekauft? Von Kilometer zu Kilometer macht er mir mehr Spaß. Ich genieße die Fahrt durch Frankreich. Leider hat sich mein Kopf wieder gemeldet. Vielleicht habe ich einen Riesenfehler gemacht. Denn der Wagen ist so selten. Wenn ich nicht den passenden Käufer finde, haben wir ein Problem. Falls ich aber jemanden finde, der genauso ein Renault Alpine-Enthusiast ist wie ich, werden wir schön viel Geld zählen können. Auf jeden Fall könnte das ein ziemliches Glücksspiel werden. Bis jetzt lief alles gut. Die Temperaturanzeige war die ganze Zeit zwischen 60 und 70, aber gerade ist sie angestiegen. Außerdem riecht es hier komisch. Es ist sehr heiß und der Motor läuft unrund. Ich habe das Gefühl, dass mein Renault Alpine Frankreich nicht verlassen will. Aus dem Heck kommt Rauch raus. Da muss ich wohl gleich rechts ranfahren. Komm, halt durch. Bleib nicht liegen. Was für ein Albtraum. Er ist heiß gelaufen. Ich bin so anständig gefahren. Gemütliches Gleiten im vierten Gang und dabei immer die Temperaturanzeige im Blick. Die fängt plötzlich an zu steigen, dann beruhigt sie sich wieder. Aber jetzt ist er offensichtlich überhitzt. Eine Katastrophe. Wenn ich weiterfahre, könnte die Zylinderkopfdichtung kaputt gehen. Ich rufe besser meinen Freund Paul zur Hilfe. Es gibt nichts, was er lieber mag, als 500 Kilometer durch die Gegend zu fahren. Und er ist ein toller Entertainer. Aber ich werde auf keinen Fall das Auto auf einem Hänger präsentieren. Das letzte Stück fahre ich selbst.